Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich habe hier vergessen, mein Licht diesmal reinzumachen, aber ich denke mal, reicht auch so von der Lichtqualität aus. Und zwar habe ich mal wieder was eingekauft. Das kommt ja jetzt nicht mehr so oft vor. Ich habe auch jetzt nur Sachen geholt, die wichtig waren, beziehungsweise eine Sache kam jetzt noch an, die ist ja auf der Heizung. Die habe ich gebraucht gekauft. Und zwar ein PlayStation-Spiel, was komplett nass ist. Seht ihr das? Das ist, ich weiß es nicht, die müssen. Machen wir die CD mal raus. Das ist Dragon Ball Kakarot. Habe ich für mit Versand 15 € bekommen. Aber irgendwie, das war in der Hülle, also in der Verpackung, also in so einem Umschlag. Und das war klitschnass. Ich musste jetzt auch erstmal hier. Das hier auch, also das Cover auf der Heizung packen, weil es klitschnass war. Ich weiß nicht, ob die da jetzt mit Dings gearbeitet haben, mit. Ach, sag schon hier. Ja, mein, was ist heute los? Desinfektionsmittel oder so. Wegen Corona oder so, ich habe keine Ahnung. Jetzt ist es klitschnass. Und da werden wir nämlich jetzt hier noch schnell. Pappe nehmen, die so ein bisschen einrollen. Reinmachen. So. Und die hier auf der Heizung packen. Da muss ich mir noch den Season Pass holen, dass ich dann auch die zusätzlichen Levels habe, weil da wohl nicht alle beim Normalspiel mit bei ist. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt mit Absicht machen, wegen Gebrauchtspielen verkaufen oder so, keine Ahnung. So, jedenfalls war klitschnass. Das ist jetzt. Und dann habe ich noch einen Controller gekauft, da habe ich aber, glaube ich, in Port Scheiße gegriffen. Da war bei eBay ein Xbox One S Controller in weiß, original verpackt, noch alle verschweißt, auch für 29,99 Sofortkauf. Drei Stück oder so waren das nur. Habe ich gleich zugegriffen. Und im Nachhinein habe ich geguckt, naja, ist der Verkäufer denn überhaupt vertrauenswürdig? Hätte ich mal vorher gucken sollen. Da stand dann im Impressum, dass aus Großbritannien, also eine Adresse in Großbritannien, ist seit 17.01.2021 angemeldet bei eBay. Und bei Einzelheiten stand Versand aus Deutschland. Habe ich eBay angerufen. Die haben gesagt, das kann schon mal passieren. Wenn einige haben halt hier so ein Zwischenlager in Deutschland und so, und dann haben sie das jetzt wohl überprüft. Und die haben gesagt, naja, das Profil haben wir gelöscht, da stimmt ein jetzt nicht. Und ich soll jetzt warten, wenn es jetzt, also bis Samstag soll er wohl kommen. Habe auch schon PayPal angerufen, und PayPal sagt, ja, ich soll warten bis nächste Woche und dann nicht bei eBay mich melden, sondern gleich bei PayPal, dass der Käuferschutz sofort greift, weil sonst PayPal kann nichts machen, wenn ich das vorher über eBay mache. Deswegen lassen wir so laufen und dann bei PayPal und dann gleich Geld zurück, Käuferschutz, und dann ist das erste Mal, dass ich Käuferschutz beantragen muss. Okay. So. Dann kam gestern. Ein Paket, und zwar, was ich euch schon angekündigt habe, eine Capture-Karte. Das ist die gleiche Firma, von denen ich auch den HDMI Matrix und den HDMI 1 zu 2 und den HDMI 1 zu 1 mit optischen Ausgang geholt habe. Wobei, den einen habe ich ja nicht mehr, den habe ich ja Soulfly geschenkt als kleines Dankeschön. Und weil er ja so weit gebraucht hatte, und ich hatte Glück, dass er es nicht schon geholt hatte. Habe extra vorher nochmal nachgefragt, so hinten rum so. Und der hat USB 3.0 Video Capture und der hat 4K 60 FPS mit HDR, was da durchschleift. Der hat einen Ein- und einen Ausgang. Und streamen und aufnehmen geht in 1080p mit 60 FPS. Das steht hier auch alle drauf, weil der andere, den ich geholt hatte, der hat ja nur einen Eingang und kann ja nur 1080p mit 30 FPS und 720p auch nur mit 30 FPS. Und der kann 60 FPS. USB 3.0 schnell, HDCP 2.2, Edit-Steuerung hat er.
HDR hat da, nee, das ist meins gerade da weg. Nicht in den Kabel beißen. Und da wird es dann auch separat ein Video zu geben. Oder ich werde mehrere Videos machen. Unboxing, Hardware-Check, logischerweise, wenn wir das benutzen werden. Bin ich immer heiß drauf. Da haben viele nachgefragt, ob ich auch mal so die teuren Capture-Karten testen kann. Ich habe es eigentlich auch nur deswegen bestellt, um darüber Videos zu machen, ehrlich gesagt. Und weil Rudi hat halt gesagt, er braucht eine und habe ich gesagt, naja, wenn ich die habe, naja, bei ihm geht es dann erst nächsten Monat, sage ich, ja gut, da habe ich Zeit für Videos machen, weil er, wenn die das kann, was er braucht, dann wäre das was für Rudi, dann könnte ich es an Rudi wieder weiterverkaufen, dann mache ich halt kein Minus oder nur minimal Minus, dass ich den Versand dann halt selber bezahle oder so. Müssen wir mal gucken. Und Rudi hat was und ich habe was, worüber ich Videos machen kann. Also nur deswegen eigentlich. Sollte eigentlich die Ersatzmöglichkeit für mich sein, aber ich brauchte Geld. Und ich habe es jetzt einfach nur für Videos und für Rudi, dass Rudi was hat. Und das war erstmal wichtiger. Dann habe ich ja den Echo Show geschenkt bekommen. Hier, den. Von der guten Merima. Da nochmal ein fettes Dankeschön. Und dazu habe ich mir den passenden Standfuß geholt. Ach, der ist sogar original, das wusste ich gar nicht. Oh nein, das ist der von Echo Show 5. Ich habe doch Echo Show 8 bestellt. Sieht man denn? Echo Show 5, muss ich mal gucken. Oh, fuck. Da habe ich, glaube ich, Mist gebaut. Aber ich habe den Echo Show 8 bestellt. Den Standfuß. Meine Bestellungen. Den Artikel. Oh nein, Standfuß für Echo Show 5. Der ist ja mit dem 8er nicht kompatibel, oder? Ich guck mal jetzt wegen Echo Show 8, was die sagen hier, Fragen, Antworten, auch für Echo Show 8. Ich habe Echo Show 8, 5 Antworten. Ja, der Ständer passt sowohl für den Echo Show 5 als auch für den Echo Show 8. Ich habe beide Echo Show im Haus und habe es exakt nochmal überprüft. Extra nochmal überprüft. Oh, das ist hilfreich, ich kriege da gleich mal einen Daumen hoch. Habe Echo Show 8. Antwort, das kann ich nicht beantworten. Ich habe kein Echo Show 8. Kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Für Echo Show 8 gibt es einen Extra-Ständer für 24. Deswegen ein kleines Nein. Ja, da rufe ich Amazon nachher mal an. Wenn ich Musik das reklamieren und warten, bis das Geld da ist und dann den größeren bestellen wahrscheinlich. Aber wenn er bei Echo Show 8 auch passt, bestimmt, weil der 8 größer ist, braucht er mehr. Muss ich gleich mal am PC überprüfen. Und jedenfalls erstmal den. Es kann sein, dass dann nochmal ein Oliver shoppen kommt, wenn ich denn den 8er habe. Naja. Kann ja mal passieren. Und dann habe ich nochmal was geholt. Das werde ich auch behalten. Das ist die Kamera für die PS5. 1080p, Capture, Background kann man wegmachen. Und man kann es aufklappen und so. Und ich habe mir die, ach, die ist ja auch ganz schön zerbeult, die Verpackung. Da werde ich auch ein Hardware- und ein Hardware-Check-Video zu machen. Den habe ich bestellt, weil ich gedacht habe, wenn die Kinder dann wieder irgendwann mal wieder in die Schule gehen und Kindergarten gehen oder was weiß ich, dass ich dann nachmittags vielleicht, wenn der PC ja nicht an ist, den mache ich ja meistens erst auf einen späten Mittag an, dass ich sage auch, ich kann dann einfach mal von der PlayStation aus auf YouTube streamen. Also brauche ich keinen PC anmachen, keine Capture-Karte an, keine Vorbereitung machen, einfach zack, von der PlayStation live für Maneater jetzt zum Beispiel
Und einen kurzen, schnellen Livestream von einer Stunde, anderthalb, 2 Stunden. Und dass man mich sehen kann, deswegen die Kamera. Jo. Das war's eigentlich auch schon. Wir haben hier noch die habe ich ja schon letztens gezeigt. Ich habe immer noch nicht geschafft, das aufzubauen, weil hier ein bisschen stressig war. So, gucken wir mal. Oh, jetzt ist es trocken. Das ist auch trocken. Sieht dann aber halt nicht mehr so schön aus. Frage mich, wieso. Ja, wegen Corona, ja, aber Mensch, das ist Papier, Leute. Dann sprüht man nicht so viel ruf, dass es das nur oberflächlich ist und lässt es trocknen und festet mit einem Plasterhandschuh an oder so. Aber da muss man doch nicht so viel rauf machen, damit das dann das ganze Papier scheiße aussieht. Das ist doch Kacke. Macht doch keinen Spaß. Och, und warum die Leute immer nicht diese hässlichen Aufkleber da vorne abmachen? Ach, ich hasse das. Ja, toll. Ganz toll. Jetzt habe ich hier Kleber drauf. Ich hasse das. Wenn du denn im Schrank hast und das mal rausholst oder so, und du hast dann hier diese Aufkleberscheiße, mir reicht das schon mit dem 12-Zeichner und mit dem 18-Plus-Zeichen, was das da alles gibt, dass die so fett groß sein müssen. Ich würde es bevorzugen, wenn man eine Wendecoverpflicht einführen würde, dass man das zwar drauf hat, also beim Kauf, aber wenn man das dann hat, dass man sich das aufmacht, das Cover wendet und dann das hat ohne das FSK und ohne irgendwelchen Schnickschnack-Scheiße, weil das sieht in der Sammlung echt scheiße aus, wenn du denn immer diese fetten. Irgendwann hast du den komplett 18 plus oder 12 Dings über die ganze Cover und da kannst du durchsehen, was dann das für ein Cover sein soll, ist widerlich. Also das macht den Gesamteindruck weg. Deswegen hole ich mir lieber Pegis meistens, weil da ist das Pegi-Logo ist viel kleiner. Ist halt nur so. Und das macht den Gesamteindruck nicht so schnell kaputt wie das USK-Logo. Finde ich hässlich. So. Aber nichtsdestotrotz war das jetzt. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde jetzt mal Amazon kontaktieren und dann einen Karton und dann mal eine Reklame machen, weil wenn, dann will ich gleich den passenden Standfuß und nicht den für Echo Show 5. Ist ja auch Quatsch. Ich bin dann jetzt weg. Wir sehen uns beim nächsten Stream oder Video. Guckt doch mal bei Twitch vorbei. Odin-Ase, so wie mein Gamer-Name ist, so heiße ich bei Twitch. Link ist auch in der Videobeschreibung. Würde mich freuen. Da ist fast jeden Tag um 20:15 Livestream. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Seid euer Odin.